Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Evil Quest. Wir befinden uns hier gerade im Bold Mountain. Nachdem wir in der letzten Folge so ein bisschen auf Wegsuche waren, wir hatten jetzt praktisch die Möglichkeit, hier hinzugehen oder aber zum Battlefield, wo wir damals gefangen genommen wurden. Dadurch, dass Tarkan uns verraten hat. Ich bin mal gespannt. Also wir scheinen hier auf jeden Fall eher richtig zu sein. Und wir haben in der letzten Folge was von einem Master gehört, der von diesen komischen Truppen hier benannt wurde. Aber wer das sein könnte, ich weiß nicht, ob sie damit möglicherweise Tarkan meinen. Könnte ja durchaus sein. Wir werden es bestimmt noch herausfinden, hoffentlich. Wir werden ständig stärker. Und das finde ich super. Das ist mir schon wieder ein bisschen zu weitläufig. Gucken wir mal erstmal jetzt in die andere Richtung. Dieser Zauber ist unendlich geil. Und ich hoffe mal, dass ich dadurch, dass ich hier jetzt auch das ein oder andere Level-Up mitgenommen habe, nachher im... Okay, das sieht hier aber auch so richtig aus. Dann im Battlefield besser dastehe. Auf dem Battlefield haben wir tatsächlich auch noch einen Friedhof entdeckt. Und verdammt starke Gegner. Also ich glaube wirklich, da sind wir noch zu früh dran gewesen. Deswegen habe ich auch einen alternativen Weg gesucht. Und bin dann direkt auf diesen Berg hier gestoßen. Den Blitzberg, sag ich mal. Ja, sieht ganz nett aus. Hier haben wir eine Sackgasse mit 750 Gold. Ja, ist kein Jackpot, aber nice to have auf jeden Fall. Geld können wir immer brauchen. Okay. Wie sieht's eigentlich hiermit dann aus? Hm, geht so, aber dafür... Oh, wobei, so schlecht war das eigentlich gar nicht, finde ich. Hier geht's nicht weiter, alles klar. Das heißt also, wir gehen hier oben weiter. Ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Es macht sogar echt recht gut Schaden und verbraucht kaum Mana. Sehr schön. Gehen wir erstmal hier oben weiter. Wie, du lebst noch? Das finde ich nicht schön. Und dieser Zauber war, glaube ich, auch der erste, den wir überhaupt gelernt haben. Deshalb verbraucht er natürlich auch nicht ansatzweise so viel Magie wie die anderen. Okay, hier haben wir einen weiteren Ausgang. Haben wir im Hinterkopf, natürlich. Aber hier ist auch noch ein Weg gewesen und den möchte ich jetzt erstmal erforschen. Um herauszufinden, was es dort Feines gibt. Arsch. Sehr schön. Wenn die eingefroren sind, ist das am geilsten irgendwie. What? Ach du heiliger Bimbam. Ich muss mich einmal heilen. Einmal das. Und dann noch einmal das bitte hinterher. Dankeschön. Drachen. Oh mein Gott. Wer weiß, was die da für komische Substanzen spucken. Die mir schaden. Das ist noch ein dritter. So, ich Drachen einschätze, haben die ordentlich Power. Das war ja schon in der Eishöhle so. Okay, den ersten haben wir. 50! 50 Gold gibt einem so ein Ding. Ah. Ja. Nein. Das ist eine Truhe. Das muss aber was Geiles sein, wenn die so heftig bewacht wird. Dragon Armor. What? Okay.
Moment, wir haben jetzt 68 Defense und dann 73. Mega geil. Boah, kann ich die normal triggern? Ja! Wie geil ist das denn? Die geben mir ordentlich Geld und hoffentlich mindestens genauso viel geile Erfahrung. Oh mein Gott. Und sie machen Schaden wie Sau. Aber gut, das war zu erwarten. Es sind Drachen. Wie unendlich geil ist das denn bitte? Und haben wir schon wieder zwei. So gut. Nochmal. Scheiße. Einmal kurz. Genau. Wie viel die aushalten einfach mal, ne? So pervers. Aber es sind Drachen. Und sie haben mir eine Drachenrüstung beschert. Wie geil ist das denn bitte? Nehm mal eine Potion, auch wenn die jetzt gar nicht mal so viel macht. Aber hey, ein bisschen mehr haben ist manchmal schon gar nicht mal so scheiße, ne? Ah, fuck it. Das macht echt enorm viel Damage, das Zeug. Nehmen wir einmal Cure, bitte. Haben wir denn meine Heilung? Da. Das sieht gut aus. Genau. Ich möchte jetzt gerne noch ein Level-Up mitnehmen von denen. Das wäre schon minimal geil. Gut. Und nochmal. Ja. So cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Cool, weil Eis und so. Ja, ich weiß, der war nicht gut, aber es macht mir nichts. Da stehe ich drüber. Wow. So viel Energie, wie die haben. Einfach mal. Oh, scheiße, schon wieder. Bitte einmal Heilung. Danke. Und nochmal. Arsch. Ich habe dir nicht erlaubt, mich anzufassen. Blödi. Danke. Kommt nur noch einer? Ach, spawnen die nicht unendlich, oder was? Ist das so ähnlich wie in Dark Souls 2? Hm. Mal gucken. Hier spawnt tatsächlich noch ein einziger Drache. Warum auch immer. So, jetzt bin ich zur Sicherheit quasi einmal in Deckung gegangen. Das war doof. Hervorragend. Mann, komm schon, ich will ein Level-Up haben. Am besten hier durch. Genau. Ich geh da nochmal ein, komm schon. Das wäre so cool. Ja! Da war er eingeflogen. Eingeflogen. Eingefroren. Das geht relativ gut, weil sie dadurch dann ein bisschen gestunt sind kurzzeitig. Komm schon, ich will ein Level-Up haben. Gib. Jetzt zieh dich doch nicht so. Stirb. Wie viel brauche ich denn noch für ein Level-Up? Oh mein Gott, das dauert ja noch eine ganze Weile. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel die mir geben, diese... Gut, dann mache ich jetzt noch eine, so eine Runde hier. Und danach gehe ich weiter. Ist ja sonst noch langweilig für euch. So. Okay, den hier nehme ich noch einmal mit. Plump. Einmal das Schwert ins Gesicht hauen. Geil! Das ist hier noch ein Drachi. Gut, dann nehmen wir den natürlich hier mit.
Ich dachte schon, der wäre jetzt ganz weg. Aber er spawnt jetzt bloß ein bisschen an einer anderen Stelle. Ist auch nicht schlecht. Okay. Sehr schön. Guti, dann geht's hier oben weiter. Boat Mountain West. Gut. Sehr schön. Wo kommen wir jetzt hier hin? Das ist die ultimative Frage, die sich mir stellt, ehrlich gesagt. Eine weitere Potion bekommen, sehr geil. Und wieder Katzen. Da geht's nur weiter, also ich habe hier keine Alternative. Also, hinein. Es ist schon wieder so großflächig. Ich würde sagen, dass hier kein einziger Gegner ist, wundert mich auch. Keine Ahnung, was das hier im Endeffekt zu sagen hat, aber naja. Ein Drachi! Das finde ich geil, wenn Drachen hier sind. Die sind so stark. Ich hoffe einfach mal, dass die auch viel Erfahrung geben. Und das ist halt eigentlich fast immer was Geiles, ne? Okay, hier drin, denke ich mal, wird nur so eine Summit. Okay, ich dachte, hier ist, das ist so ähnlich wie diese Häuschen in den Dungeons sonst immer. Geh weg. Komm nicht so dicht, Mensch. Nein. Ich mach dich gerne kaputt, aber nicht zu nahe kommen, bitte. Drachenkuscheln ist nicht so mein Ding. Gott sei Dank sind die One-Hit-Down, die Viecher. Skorpione. Ein bisschen den Weg abgrasen. Sehr schön. So muss es. Genau so muss es. Sehr gut. Ach, hier ist bloß eine Truhe. 1000 Gold, sehr geil. Mal gucken, ob wir uns noch irgendwo mega geile Ausrüstung oder sowas kaufen können. Wer weiß. So, hier geht's noch weiter. Ist auch nochmal eine Abzweigung, mein Gott. Lass mich in Ruhe. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Vielen Dank. Vielen Dank. Die Musik ist irgendwie so erheiternd, so ermutigend. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich denke mal, ihr wisst trotzdem, was ich meine, oder? Die ist irgendwie so nach dem Motto, auf, ins Gefecht. Schaffst du schon. 5-mal High Potion sogar. Sehr geil. Ergo hatten wir jetzt eine Sackgasse. Das ist natürlich richtig gut. Damit haben wir einen weiteren Weg für uns ausgeschlossen. Und das ist immer gut. Ich muss sagen, dafür, dass das der erste Zauber ist, den ich überhaupt besessen habe, ist das eigentlich gar nicht mal so scheiße, oder? Gut. Hoho. Magic Potion und 10-mal normale Potions, alter Schwede. Nicht schlecht. Solche Items habe ich gerne. Auch wenn mir so ein bisschen mehr von der Drachenrüstung irgendwie noch lieber gewesen wäre. So ein Drachenschwert oder so. Ist bestimmt mega mächtig. Könnte ich mir vorstellen. So. Ich muss, glaube ich, jetzt hier irgendwie links lang, ne? War das nicht so? Noch eine Potion. Die droppen aber echt oft Potions, die Viecher. Ich meine nicht, dass das irgendwie schlimm wäre oder so, aber es fällt mir gerade echt auf. Das ist so so was Neues für mich. Ach, jetzt komme ich wieder hin, wo das Drachilein ist. Ach, wie schön. Drachi. Pumpel, pump. Ja, sehr gut. Jetzt kann ich dich beackern. Hm. Gott sei Dank. Und ab dafür. Boat Mountain Summit. Mal gucken, was hier abgeht. Hier ist nix.
Oh, dieses Vieh habe ich fast übersehen. Aber auch nur fast. Es hat relativ gut getarnt bei diesen komischen Bergen hier. Und wieder einmal Life Potion. Davon haben wir auch gar nicht mal so viele. Ich glaube 2 oder 3. Ah, ein Speicherpunkt. Jawohl. Dankeschön. Hier ist eine Sackgasse, also haben wir noch den einen Weg. Dieser Eiszauber hat so immer die Möglichkeit, immer mal wieder zu vereisen, logischerweise. Erinnert mich so ein bisschen an an Super Metroid. Eine weitere Truhe. Dragon Shield. Geil. Nee, falsch. Da. Wir haben 73. Dragon Shield ist aber schlechter. Sehr schade. Trotzdem geil. Und ich habe dafür jetzt gerade irgendwie ein Achievement bekommen. Keine Ahnung warum, keine Ahnung wofür. Oh mein Gott. What is this? Some kind of double ganger? No, Gavis, it is I, Elric, and I have come to put an end to you. So, you survived our encounter in the prison. Remarkable. This is nothing remarkable about it. Through sheer force of will I dragged myself through the sewer after you, bleeding, all the way to Drakia, where I was nursed back to health. Since then I've been training, growing stronger and hunting you all the while. I've even found the legendary lightning spear, and with it I finally taste the revenge I've been starving for these many years. Elric, do you honestly believe you're a hero now? You certainly come a long way from the sniveling worm I cut down in the prison, but really, do you think you're ready for this? You think you're ready to face me? Of course! The only reason you cut me down before was because you caught me off guard. I'm more than ready to kill you. Wir nutzen mal einfach fröhlich unsere Zauber. Vergiss es, Kumpel. Elric. Wie viel Energie hat denn der bitte? What? Das ist ein sehr interessanter Boss. Mit dem hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber okay. Na gut, wie soll man auch mit sowas rechnen? Ich renne eigentlich nur weg und caste diverse Zauber gegen ihn, aber das macht er ja auch. Springt da hin und wieder noch ein bisschen. Und das war's. Ich kann nur 2 Punkte vergeben. Was? Warum? Okay, egal. Dann machen wir mal hier einen hin. Und der andere geht in meine Defensive rein. I've failed. Natürlich. Journal. The master turned out to be that sniveling fool Elric, who I left for dead in the prison. I put him out of his misery for good this time. The lightning spear, whee!
I've obtained the legendary lightning spear. Yes. Juhu. Sehr gut. Lightning 2. Und damit haben wir jetzt alle vier. At last, the final seal is opened. Yeah. Geil. The barrier of lightning disappeared. Ja, zum Glück. What? Was ist das denn jetzt? Was bist du denn? What? I've opened the seal of lightning. I've opened all four seals. Odd that there was no guardian of the seal. Now that I've opened all the seals, I'll need to find the Chaos Axe if I hope to challenge God. Jawohl. So, hier hat sich jetzt aber ein Guardian entpuppt, wie es scheint. Oh shit. Wow, der macht aber geil Schaden. What? Wow, oh mein Gott. Wow, scheiße. Der Zauber ist unendlich geil. Oh mein Gott. What the fuck it? Nein. No, no. 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 Scheiße. Potions. Woo. Fuck. Oh mein Gott, ich glaube, das schaffe ich nicht. Oh Gott. Gott, wie viel Leben hat denn der bitte? Mein Gott, was ist das? Heck, geh hinter ihn. Genau. Wow, nein! Oh mein Gott. Oh, alter Schwede, ich kann gar nicht viel sagen, außer... Oh mein Gott! What the fuck, ey? Nein. Gott sei Dank trifft das immer ganz gut. Alter, ich hatte über 50 Potions, ja? Oh. Ich hab's geschafft. I encountered a mechanical abomination that attacked me after I opened the seal of lightning. This must have been the seal guardian, but it reduced him to a sparking heap of slag. Alter Schwede, was war das? Holy fuck. Okay. Ja. Whee! Ich würde mal sagen, hier speichere ich jetzt erstmal. Und würde mal sagen, liebe Leute, wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss.